Hallo liebe Trader-Kollegen, wir haben heute Donnerstag, den 14.03. Mein Name ist Jürgen alias GorillaTrade, ich bin privater Trader und Investor. Heute in diesem Video schauen wir uns aus der Lernvideoserie die ISKS-Formationen etwas genauer an und da zeige ich euch meine Einschätzung, wie ich das bewerte, warum aus dieser rechten Schulter heraus der Anstieg, dieser Einstieg zu einem Trade sehr oft erfolgsversprechend sein kann und warum man dann auch so viel aus dem Markt oder aus dieser Aktie herausholen kann. Das hat mit Elliott-Welle noch etwas zu tun und da zeige ich euch eine Zeichnung, um euch das ein bisschen verständlich zu machen, warum ich hier aus der rechten Seite aus solch einer inversen Schulterkopf-Schulter heraus gerne handle und das ein Teil meiner Strategie ist. Bevor ich aber hier einsteige, zeige ich euch hier Aktien, die aktuell sind. Wir schauen uns rund 30 Aktien dann noch im Schnelldurchlauf durch, wenn ich euch das erklärt habe, wie ich das sehe. Und deshalb hier der Risikohinweis. Meine Markteinschätzung sind keine Anlageempfehlung. Stoppt das Video und lest dieses bitte durch. So, also die Lernvideo, da geht es hier um die da. Mit diesem Zeichen, ich tue diese Videos immer mit diesem Bild jetzt markieren. Ich kann es leider noch nicht hier unten eigenständig herstellen. Ich muss mich da noch ein bisschen reindenken, bis ich diese eigene Serie sowie die Aktienanalyse hier dran habe. Ich mache das nicht jeden Tag und da bin ich jetzt nicht unbedingt ein Autodidakt, der das macht. Also das erste Video war ja hier, wo das einmal erklärt wurde. Hier wurden dann die Strategie und die Aktie noch einmal erklärt. Und jetzt zeige ich euch zuerst einmal hier auf meinem Desktop eine Aktie zum Beispiel. Das hier ist jetzt die Adidas. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Augenblick, ich muss schnell anpassen. So, ich nehme euch jetzt. Man muss immer wissen, es ist nichts mustergültig. Es gibt immer Abweichungen. Und da zeige ich euch jetzt einmal was, wo momentan keine Abweichung drin ist. Das ist diese Aktie, in die sind wir investiert. Wir haben hier die Schulterkopf-Schulterformation noch nicht abgeschlossen in der Ausbruchsphase sind wir gerade. Der Zielbereich in dieser Aktie wäre normalerweise hier in der Spitze bei rund 25,30 Euro. Wir versuchen immer den ganzen Weg zu nehmen. Man muss aber hier ganz klar auch die Widerstandsbereiche sehen, wie zum Beispiel hier das 61er Fibonacci. Aber das soll jetzt hier nicht Bestandteil dieses Videos sein. Bestandteil dieses Videos soll sein, warum dieser Bereich hier sehr oft mit sehr, so warum geht es jetzt nicht auf? Ja, okay, doch jetzt ist es. Mit sehr großen Gewinnen einhergehen kann. Also, und da schauen wir uns jetzt erst einmal Elliott-Wellen an. Wenn man nämlich die Elliott-Wellen verstanden hat, Augenblick, ich ziehe das euch schnell hin. Und das ist etwas, was, dazu sage ich euch auch noch was zu den Elliott-Wellen. Ich für meinen Teil habe mich mit diesen Elliott-Wellen schon auch intensiv beschäftigt. Es ist nicht jedermanns Sache, es braucht einiges an Zeit, um es zu verstehen, aber wenn man es einmal dann verstanden hat, dann macht man sich da keine Gedanken mehr, ist das ein X, ist das ein W, ist das die Y von dem und jenem. Ihr müsst das Wichtigste herausholen aus den Elliott-Wellen und das Wichtigste in diesen Elliott-Wellen ist, diese Bewegung. Die Welle 3. Das ist in der Regel
eine in dieser Aufwärtsbewegung, eine der größten und längsten Wellen. Wenn man diese Welle erwischt und sie reiten kann, man kann sie auch projizieren, ausrechnen, bis wohin sie läuft. Ich für meinen Teil, ich zeichne euch jetzt hier mal noch was rein, dass ihr das besser versteht. Um für euch das, dass ihr wisst, von was ich hier rede. So, wir haben hier jetzt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Oft wissen wir ja nicht in dieser fünfwelligen Aufwärtsbewegung, wo die 1 ist. Und deshalb ist einfach diese Bewegung, wenn man hier einen 61er Fibonacci hat in diesem Bereich, dann kann man aus welchen Gründen auch immer auch seinen Long Trade eingehen. Aber man weiß ja dann, okay, das könnte jetzt die Welle 1 sein und die hört irgendwann einmal auf. Und interessant wird es dann, diese Bewegung, die 2. Und das will ich euch hier vermitteln. Sehr oft, also sehr oft, überproportional, oft passiert es, dass aus solchen inversen Schulterkopf-Schulterformationen einfach eine fünffällige Aufwärtsbewegung beginnt. Das sieht dann so aus. Und dann kriegen wir hier aus dieser Ecke die Welle 3. Und die Welle 3 ist niemals die kürzeste. Sie ist immer die längste. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, dass man, wenn man so eine Welle 3 erwischt, die wirklich sehr lange reiten kann und dann hier das Versuchen, das Maximale rausholen zu können. Das ist jetzt einmal, dieses Bild müsst ihr euch verinnerlichen. Und einfach auch mit dieser fünfwelligen Aufwärtsbewegung, da geht es dann nicht mehr unbedingt, ob ich mir das hier noch hole, die 5, für mich ist diese Welle entscheidend. Das hier, das kann schon wieder Zitterpartie werden. Und wenn man hier jetzt hingeht, ich versuche mal schnell was, weiß nicht, ob es geht. Na, geht nicht. Okay, ich kann es jetzt nicht hier abprojizieren, wächst der Höhe. Das ist auch nur so hingezeichnet, aber mir geht es, dass ihr das hier versteht. Inverse Schulterkopf-Schulterformation. Und dann, wenn man hier Nacken und diesen Rücklauf, kann man das abfischen hier mit einem 61er oder 38er Fibonacci und dann seinen Long Trade starten. Und wenn man Glück hat, ist man hier in dieser Welle 3 drinnen. Und das ist richtig, also da kann man richtig Kasse machen, richtig abräumen. Ich versuche euch das in anderen Videos einmal noch ein bisschen mehr immer zu vertiefen, weil es das Lernen besteht immer aus Wiederholungen. Immer wiederholen, dass man das einfach sieht, es muss funktionieren, wie wenn ihr Auto fahrt. Ihr merkt auch nicht mehr, wenn ihr kuppelt beim Autofahren. Ihr merkt vielleicht noch so, okay, schalten ist okay, das kriegt man noch mit. Aber das Kupplungdrähter, das ist ja heute schon, wenn man nicht ein Automatikauto fährt, das ist ja schon Automatismus. Das geht von ein ganz alleine. Und für mich ist auch so, wenn ich eine Aktie anschaue oder einen Chart, egal welcher Chart, ich sehe das. Ich sehe das sofort, Mensch, das könnte eine Bodenbildung sein. Sie ist am Anfang die Bodenbildung, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Da ist noch keine Hektik. Hektik gibt es sowieso nicht an der Börse, aber noch keine Eile geboten. Einfach mal auf die Watchlist und weiterschauen. Und das ist mit allem so. Und wenn man das mal verinnerlicht hat, aus einer inversen Schulterkopf-Schulterformation, dass sich hier dann aus der rechten Schulter die Welle 3 herausbilden kann, es muss nicht sein, gell? Dafür gibt es einen Stopp. Die Welle 3 und dann einfach diese Wahrscheinlichkeiten, und die sind sehr groß, dass das passiert. Klar können hier dann, wenn wir hier mal ein bisschen durchscrollen, hier haben wir jetzt zum Beispiel die 1, also auch wieder hier der Kopf, hier ist drüben die linke Schulter, der Kopf, und dann kommt es hoch und da kann man dann die Nackenlinie ziehen und dann kommt aus der 1 die 2 und dann hat man hier natürlich schon auch noch Unterwellen und dann sind wir hier an der 3. Das hier, diese Bewegung, die möchte ich in meinem Handelsstil nicht mehr unbedingt mitmachen.
Da schaue ich dann schon eher wieder, ob dann aus dieser Korrektur heraus eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist. Da ist ja zum Beispiel gerade eine linke Schulter-Kopf, rechte Schulter. Und dann handelt man hier raus mit dem Wissen, dass wir aus der Bodenbildung heraus die 1, die 2, die sieht man ja dann schon, und hier die Welle 3 hatten, kann man hier aus der Welle 4, also aus der 4 heraus, noch die Welle 5 mitnehmen in dieser Achse. Aber wenn man dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Wellen abgeschlossen hat, dann ist Schicht im Schacht. Dann kommt hier sehr oft die Korrekturphase. Und das ist für mich das Wichtigste, was man hier aus dem Elliott-Wellenbereich wissen muss. Man muss nicht wirklich wissen, ist das jetzt die C von der C oder ist das das X, das Y? Also ich sehe da manchmal haarsträubende Dinge. Und auch noch was zu Elliott-Wellen. Für mich als Charttechniker gibt es drei Möglichkeiten an der Börse. Drei. Entweder er steigt oder er läuft seitwärts oder er fällt. Bei den Elliott-Wellenreitern, also ich sehe da manchmal Counts von einem, die haben hier teilweise 4 bis 5 Möglichkeiten, wie sich der Markt bewegen kann. Und da muss ich mich dann fragen, Mensch, was investiert ihr so viel Zeit in diese Möglichkeiten, wenn es doch einfacher geht? Und in der Einfachheit liegt oft der Erfolg und nicht in 5 verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, da weiß ich ja gar nicht mehr, was soll ich jetzt handeln. Das habe ich aus der Elliott-Welle herausgelernt, gell? Wo ich dann mir irgendwann einmal gesagt habe, da brauchst du dich gar nicht mehr so vertiefen, du musst nur das hier erkennen. Das hier erkennen. Wie kann ich das möglichst früh erkennen, dass wir hier ein Einstiegsszenario machen könnten? Und da muss man dann halt nach vorne schauen und dann einfach erkennen, ja. Einfach erkennen. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter und dann kommt die impulsive 3. Gell? Das ist jetzt ein bisschen tief gelandet, der Hana. Ich mag immer so ein bisschen fallende Nackenlinien. So. Und dann kann man hier sogar das Ziel ausprojizieren. Dieses Ziel kann man sogar noch aus der 1 heraus auch noch ableiten und aus der 2. Das müsst ihr dann selber ein bisschen rumspielen, mal mit den Fibonaccis. Und wenn ihr das dann wirklich täglich macht, täglich, sucht die Charts doch und ihr findet so etwas Beobachtetes, handelt auf dem Demokonto und immer wieder machen, machen, machen. Es ist genauso für mich. Ich sehe eine Wolfewelle, die ist da, ich sehe sie, die sticht mir ins Auge, weil ich sie schon tausende Mal gemacht habe, tausende Mal nach ihr gesucht habe über Jahre. Und deshalb, man sieht es, man schaut einen Chart an und zack, ich sehe das, ich sehe das. So, und jetzt muss man wissen, momentan haben wir eine Marktphase. Das ist ein Geschenk, wo wir sehr viele solche Formationen haben. Es kann ab Mai gibt es diese Top-Bildungen. Und da sieht es dann wieder anders aus. Da haben wir dann Umkehrmuster sehr oft auf der Oberseite. Da wäre hier zum Beispiel dann die linke Schulter, hier der Kopf, hier die rechte Schulter. Und dann ist es die Korrektur. Aber selbst wenn man hier aus der rechten Schulter heraus dann handeln würde, die SKS, dann hätten wir hier immer noch eine impulsive C. Also das auch. Die 3 und die 10 müsst ihr euch merken. Das sind die längsten und gewinnbringendsten Strecken. Und wenn ihr die erwischt, das andere Zeug, vielleicht noch die 4 zu 5, okay. Aber das andere Zeug braucht man nicht handeln. Es gibt so viele Aktien. Man kann hier, wenn man ein gewisses System hat, hier durchscrollen und zack, 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 zack. Und hat da hier von mir aus in einer Stunde mal schnell 200 Aktien durchgeschaut. Und aus diesen 200 Aktien, da kann man sich vielleicht 50 oder 20 oder 30 rauspflücken und dann gehört natürlich auch noch das Quäntchen Glück dazu, dass man gerade die erwischt, die dann im Begriff ist, so eine impulsive 3 zu machen. So viel kann ich euch jetzt mal mitgeben. Macht euch dort selbst drüber Gedanken, was ich sehe, wie ich das sehe, woraus ich das ableite, warum das so ist.
Eine inversive Kopf-Schulter-Formation gepaart mit Elliott-Wellen, der Gedanke 1, 2 und dann kommt hier die impulsive 3. Schaut euch das selbst an, macht euch eure eigenen Gedanken. So, jetzt haben wir das so durch. Sonst gibt es hier nichts Wichtiges. Und jetzt gehen wir rein in solch eine Aktie. Also, wenn man das jetzt hier beschriften müsste, wäre das hier die 1, das hier die 2 und jetzt sind wir hier in der impulsiven 3. Natürlich hat die jetzt dann auch Unterwellen, da kann man hier auch wieder eine kleine 1, hier eine kleine 2, dann kommt hier irgendwo die 3, dann kommt hier vielleicht die 4 und die, dann die 5. Das einfach zum Verständnis, aber das muss man nicht unbedingt, das Klein-Klein, das würde ich weglassen. Das ist für einen, der, ja, der das lernen will, okay, sich damit beschäftigen, aber nicht, ist das jetzt da, das, die X, die Y, die, weiß der Teufel was, gell, das, ihr verliert euch dort in Zeit, es ist kostbare Zeit, die verloren geht. Das hier, und da oben ist dann logischerweise dann die 3. Und dann kommt hier wieder mit einer Korrektur die 4. Die 4 darf bei Elliott-Welle natürlich nicht unter die 1 gehen. Sonst ist das ein Regelbruch. Und dann kommt die 5. Der letzte Stich nach oben. Das schaut dann so aus. Okay, ihr seht es jetzt gerade nicht auf dem Bildschirm. Das ist die 5. Und wenn die 5 jetzt zum Beispiel nicht über die 3 geht und hier nach unten geht, dann ist es eine verlorene 5. Aber wie gesagt, das hier, von hier bis hier, das ist für mich das Wichtigste. Und dann schaue ich hier schon noch, ob hier irgendwo Widerstände drin sind in Form eines 61er Fibonaccis oder sonst irgendwas. Aus diesem Wissen heraus kann man denn seine Trades gestalten mit Risikomanagement, mit ja, Positionsgrößen, was auch immer ich für meinen persönlichen Teil investiere in Aktien physisch zu 90% und handle diese Aktien physisch. Also ich kaufe jetzt für 1000 Euro diese Aktien. Da kann ich 10, 20, 30, ja rund 40, 45 Aktien kaufen in etwa. Und wenn diese 45 Aktien hier von 20 Euro auf 25 Euro steigen sollten, dann könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, was ich hier dein Geld verdient habe. Ich schaue dann auch immer noch, ob es Dividendentitel gute sind. Das ist aber eher so zweitrangig gelagert, weil wenn es doch einmal in die Grütze geht, dann kann sein, okay, dann lasse ich die jetzt so oder so drin, wenn sie eine gute Dividendenrendite hat von mindestens 2,5% um den Dreh herum, gell? 4, 5, 6% sind mir am liebsten. Dann kann ich die auch mal ein Jahr, zwei Jahre im Depot liegen lassen und Dividenden kassieren. Dann bricht mir da auch kein Zacken aus der Krone. Das ist aber alles ein Regelwerk, das ihr euch aufzeichnen müsst, das ihr euch aufschreiben müsst, das ihr neben eurem PC hinhängt, an einem Post-its oder irgendwie und das immer wieder, ihr wisst gar nicht, wie es bei mir im Büro aussieht, da hängt links an meiner Wand jetzt nicht mehr so viel. Da hängt zum Beispiel ein Bearischer Shark Pattern, ein Bullischer, ein Butterfly, jetzt muss ich es gerade herziehen, ein Gartley, Alternativbett, ein Tree Driver, ein 5-0 Pattern. Ich kenne sie zwar, aber ich habe dieses Ding an meiner Wand hängen, in einem Bild drin, wo ich dann immer wieder mal schnell drauf schauen kann. Okay, das passt. Gott. Das, und so müsst ihr das auch vorgehen. So müsst ihr eigentlich auch vorgehen. Das ist jetzt nur ein Hinweis von mir oder eine Stütze. Also, jetzt haben wir hier das so angeschaut. Beschäftigt euch mal intensiv auch mit den Elliott, aber nur mit der Hauptantriebswelle, mit diesen 1, 2, 3, 4, 5. Nicht mit dem weiß Teufel was. Gell? Also das wird zu kompliziert. So, und jetzt gehen wir hier rein und schauen uns rund 30 Aktien im Durchflug, im Schnelldurchflug an. Da beginnen wir mit der Wacker Neuson. Die Wacker Neuson, Augenblick, ich ziehe das Bild schnell ein bisschen besser rein. So, die Wacker Neuson ist jetzt nicht
Die ist jetzt eine Aktie, die ist, wenn man so Elliott-Wellen technisch, ist die nicht mustergültig. Wir haben hier die linke Schulter, wir haben hier den Kopf, wir haben hier keine eindeutige rechte Schulter. Das ist so, wäre jetzt die rechte, also da wäre die 1, die 2 gewesen. Jetzt haben wir den Ausbruch gehabt, nur kam das jetzt zurück. Das mit diesem Muster habe ich zum Beispiel jetzt auch ein Problem, insofern, dass ich das kenne. Ich weiß, dass das die 1 ist, die 2, die 3 und dann vom Steinbockmuster her und dann kommt hier nach dem Ausbruch oft so ein richtig verflixte 4, die kann richtig gemein sein, die kann einem auch manchmal eine Schweißperle auf die Stirn drücken, wenn man hier seine Stops nicht realisiert hat, was ich auch immer wieder mal mache. Ich bin auch nur ein Mensch, aber letztendlich ist es aus dieser 4, die nicht unter den Bereich gegangen ist. Und jetzt das nicht verwechseln, nicht Elliott-Wellen 1, 2, 3, 4, 5 mit dem 1, 2, 3, 4 mit dem Steinbockmuster verwechseln. Es sind völlig unterschiedliche Dinge, völlig, auch eine Wolfe-Welle hat nichts mit Elliott-Welle zu tun. Das ist ein völlig anderes Bild, ihr müsst es alles separat für sich sehen, jedes Muster, jede Zählung. Elliott-Wellen sind Elliott-Wellen, Wolfe-Wellen sind Wolfe-Wellen und hier das Steinbockmuster, das 1, 2, 3, 4 ist einfach das Steinbockmuster und hat nichts mit der Zählung. Ich könnte hier jetzt auch irgendeinen Buchstabe A, B, C, D nehmen, aber dann kommt wahrscheinlich wieder A, B gleich C, D. Da gibt es ja auch diese Formation in der Charttechnik. So, diese Wackerneuson ist jetzt hier ausgebrochen. Zielbereich wäre hier 25, 38. Das hier ist so dieses Zitterding immer. Wir haben hier die Adidas. Auch die Adidas hat hier die rechte Schulter, die 1 gemacht, wenn man das Elliott-Wellen technisch abzeichnen würde, hier die 2 und dann begonnen mit der 3, ist hier am Allzeithoch gescheitert, hat hier zwar ein neues Allzeithoch gemacht bei 109 Euro, aber genauso wie gerade eben die Wacker Neuson hat die jetzt hier noch einmal so zurückgeschmettert. Und wenn man jetzt die Wacker Neuson gerade gesehen hat, ich zeige euch einmal nochmal dieses Bild. Genau das gleiche. Dann kam 1, 2, 3 Tage in dieser und jetzt kam dieser Ausbruch zur Oberseite. Da könnte man ja auch denken, jetzt muss ich gerade schnell was schauen, nee, bei Wacker Neuson ist kein Allzeithoch, bei Adidas wäre es dann ein Allzeithoch. Und da könnte man jetzt auch denken, okay, da könnte jetzt mal so ein Gap das Ding zur Oberseite hin aufplöppen. Und der Zielbereich bei der Adidas ist nun mal 119 aus dieser Formation heraus. Dann haben wir die Drillage. Die Drillage ist ja von der linken Schulter aus dem Kopf heraus jetzt in der Aufwärtsbewegung. Also wir bewegen uns hier zur 1. Und dann kommt erst die 2. Das hier braucht man nicht unbedingt handeln. Die 1, aus dieser Bewegung kann man auch handeln, wenn man zum Beispiel hier aus diesem Unterstützungsbereich heraus, könnte man schon auch einen Trade versuchen. Aber man braucht mit diesem Trade nicht in Erwartung zu gehen, dass man reich wird, dass dieser hier voll durchzieht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wir werden hier diesen Anstieg sehen, wir werden hier diesen Rücklauf sehen, meiner Meinung nach. Und aus diesem Rücklauf wird es dann sehr interessant, weil wir hier die 1, die 2 haben. Und dann kommt die impulsive 3. Dieses Bild haben wir auf der Umkehrseite auch gehabt. Da haben wir hier ein kleines linkes Schulterchen, hier ein Kopf, hier die rechte Schulter. Da war noch eine Wolfewelle mit eingestreut. Das ist zum Beispiel eine Wolfewelle, das hier, die sehr gut gelaufen ist damals. Und wenn man hier, ja, die Nackenlinie ist so jetzt nicht mein Ding, wo ich jetzt handeln würde, weil sie fällt hier auf der Oberseite bei der Topbildung. So, das mag ich gar nicht. Aber ihr seht, auch wenn man das beschriften würde, das ist jetzt umgekehrt. Hier ist die 1, 2, 3, 4, 5. Und hier wäre es dann so 1, 2, 3, 4, 5. Also es ist eine abgeschlossene Bewegung. Dann kommt jetzt die Korrektur, die A, B, C. Und die C haben wir ja vorher gesehen bei Elliott-Wellen. Zeige es euch nochmal, wenn ich es reinkriege. Hier, die C ist dann oft wieder das große Filetstück, das man hier aus dem Markt rausziehen kann.
unabhängig, ob der Markt jetzt nach oben geht oder nach unten geht. Und das alles gepaart, das ist nur ein Bruchteil von, wo man hier mit Elliott-Wellen hier kombinieren kann. Dann machen wir die Grand City Properties, in der sind wir ja investiert. Da sind wir ja hier mit dieser Kerzelung eingestiegen. Die Aktie ist momentan gut im Plus. Das ist so dieses Risiko, wo ich noch eingezeichnet habe, dass wir hier doch noch eine Korrektur sehen könnten zur Unterseite hin. Wir sind jetzt hier wieder an einen Widerstandsbereich hingelaufen bei 22,58. So, für mich der erste Zielbereich wäre mal hier 23,87. So lange versuche ich die Aktie zu halten. Wenn ich es mental schaffe, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann es immer wieder nur betonen. Und dann wäre eigentlich der Zielbereich schon hier oben, aber da haben wir halt jetzt diesen Bereich auf dem Weg und dann haben wir den Bereich von 24,41. Dieses ist das Allzeithoch von dieser Aktie vom 17.08.2018. Und das muss man auch wissen. Gut, das ist jetzt kein deutscher Titel. Weiß gar nicht, aus welchem Land diese Aktie kommt. Ist jetzt auch egal. So, das wäre hier so diese Bewegung. Dann gehen wir zur Puma. Die Puma, genau dasselbe. In der Puma haben wir hier die 1, die 2. So, dann haben wir hier wieder so eine Unterwelle, gell? Also da würde ich jetzt wieder so Steinbockmuster 1, 2, 3, 4 zählen. Mit diesen Wellen, mit der Welle tue ich mir schwer. Definitiv, definitiv. Ich weiß, dass sie kommt. Ich weiß, wie ich mit ihr umgehen muss, aber die kann richtig verrückt sein. Ja, die kann dich Kopf und Kragen kosten, diese Bewegung. Aber wenn man das jetzt wieder so zählt, haben wir hier, ja, da ist hier die 1, die 2 und jetzt sind wir hier aufwärts in die Welle 3. Und da wäre der Zielbereich bei 550 Euro. Also ich könnte hier jetzt nur zwei Aktien kaufen, gell? Weil 1000 Euro ist einfach hier mein Limit momentan in diesem offiziellen Echtgelddepot, wo ihr Einblick habt. Mehr will ich da jetzt keine größeren Positionen handeln. Wenn ich Zertifikate handle, dann nehme ich nur rund 500 bis 600 Euro in die Hand. Schauen wir uns die Deutz an. Bei der Deutz ist so, da haben wir hier die 1 und jetzt suchen wir hier noch die 2, von der raus wir handeln können. Wir haben hier jetzt schon einmal wieder eine schöne Bewegung nach oben gesehen, aber auch das kann man hier jetzt so nach unten. Eine A, B, C. So, jetzt muss man aufpassen, ob hier eventuell eine Unterwelle kommt. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist immer so, wenn ihr euch da täglich damit beschäftigt, werdet ihr das erkennen, ihr werdet es sehen und ihr werdet erfolgreich handeln können, wenn ihr euer Money Management im Griff habt. Ganz wichtig. Also die Deutz, da bin ich noch nicht drin. Die liegt auf der Watchlist, ganz enger Kandidat für eventuell die nächsten Tage eine Long-Aktion zu starten, bis in den Mai hinein. Wohlgemerkt, ich handle auch Saisonalität und ich bin der Überzeugung, muss ich ja sein, sonst würde ich hier nicht so investieren, dass wir bis im Mai stabile Kurse sehen oder steigende Kurse, gell? Weil einfach, das ist die Saisonalität. König und Bauer. Bei der König und Bauer habe ich jetzt nichts, das immer auch linke Schulter, Kopf. Da ist noch ein bisschen ungewiss, da haben wir zwar jetzt schon eine 1, da könnte schon die 2 sein, aber da ist noch nichts nach oben im Gange. Das ist der Index NYSE, der Dow Jones Transport. Auch hier linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Und wenn, das muss man schauen, ob das fertig ist, dann war das hier die 1 und das war hier die 2. Und da kriegen wir richtig fette Ziele zur Oberseite hin. Wenn das hier über diese Nackenlinie ausbricht, kriegen wir richtig hammermäßige neue Allzeithochs hier im Dow Jones Transportation. Also das ist vom Transportgewerbe der Index. Dann schauen wir uns die Siemens an. Ja, die Siemens, bei der war ja so eingezeichnet. Und sie ist eigentlich fast so gelaufen. Gell? Sie ist dann einmal hochkommen. Hier, hier, hier und da ist jetzt Folgendes. Auch hier haben wir wieder die linke Schulter, den Kopf. Das könnte schon die 1, die 2 und jetzt könnte man schon in einer 3 drinnen sein. Jetzt mal gucken, ob das zurückkommt und wie das zurückkommt, weil dann kann man hier eventuell sogar
eine 4, denn eine 5 hineinmachen. Ich will euch jetzt auch was anderes sagen. Ich warte hier immer noch auf die große 1, 2 und dann eine größere 3 in der Siemens. Gell? Generell, wenn man es ganz groß dann aufzieht, haben wir hier, ich mache jetzt gerade mal schnell Text. Nee, ich habe da ja was hier, stopp. Wenn man es ganz groß aufzieht, haben wir hier ja schon die 1, haben wir hier die 2 und jetzt könnte ab hier dann schon die 3 sein, gell? Ganz groß. Hier könnte schon eine kleine 1 sein, eine kleine 2 sein und wir könnten mal hier schon in einer kleinen 3 drin sein. Dann kommt hier die 4, dann kommt eventuell die 5, muss man denn schauen, gell? Und dann kommt, wenn man diese Zählung so gesehen hat und hier einfach nicht rein, dann weiß man immer noch, dass hier eine A, B, C kommen könnte. Und aus dieser C heraus kann man dann weiter nach oben handeln. So mal meine Gedanken, aber das ist jetzt schon wieder zu kompliziert, gell? Schaut das Muster an, wir haben hier bei der Siemens ein ganz großes Muster, linke Schulter, Kopf. Hier hat er ja linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Das haben wir ja gehandelt, bis in diesen Zielbereich, punktgenau erwischt, die Positionen verkauft. Auch die Strategie mit der Dividendenausschüttung, die wurde hier ausgeschüttet. Da waren wir drin, man ist hier mit Gewinn raus aus dieser Aktie, zwecks der Dividendenausschüttung und weil dieses Gap geschlossen ist. Und jetzt wird sich aber hier wiederum eventuell eine kleine Inverse in dieser Aufwärtsbewegung bilden. Das kann jetzt noch einmal zurückkommen. Dann würde ich schon eher 1, 2 und dann hier aus, wenn es zurückkommt, aus dieser 3 heraus. Ich wollte schon hier den Einstieg wagen, habe es aber richtig verpasst. Dann haben wir die Apfi. Die Apfi hat jetzt nichts mit dieser Formation zu tun. Die habe ich nur hier reingenommen. Die Amadeus Fire hier. Ja, das ist jetzt auch hier, das ist eine rechte Schulter. Sie ging unter das vorherige runter. Sie ist eindeutig markiert. Sie ist vorhanden. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass wir hier eventuell doch noch einmal einen Rücksetzer bekommen, einen größeren. Und die Nackenlinie dann nochmal höher ansetzen müssen. Jetzt ist es so, weil das da ist, dieser Rücklauf. Und das könnte jetzt schon die 1, 2 und jetzt sind wir schon in der 3 drin. Gott, durchaus möglich, denn die Südzucker, warum habe ich die hier drin? Vergessen wir es. Die Fraport, in der sind wir investiert. Wir hatten hier eine kleine inverse Schulter, Zielbereich ist hier, wurde mit dieser Kerze hier abgearbeitet, aber während dieser Abarbeitung, während diesem gab es eine auf höherer Ebene inverse Kopf-Schulter-Formation, das war die linke Schulter, dann der Kopf, hier die rechte Schulter und ich handle jetzt gerade diese Bewegung zur Oberseite hin, weil das hier die 1, die 2, die 1, die 2 und hier könnten wir jetzt in der 3 drin sein. Dann kommt ja wieder die 4 irgendwo und dann kommt wieder die 5 irgendwo. So, meine Gedanken. Und dann gibt es ja, hoppala, das geht ja auch noch viel größer. Und dann gibt es ja immer noch diese Unterwellen. Jetzt kann es auch eine 1, eine 2. Ja, das ist jetzt sowas, eine A, B, C. Und da macht der andere macht da ein X draus, ein W draus. Vergesst das. Das geht, ihr müsst euch auf das fokussieren. Das ist Gedöns da drin. Vergesst es. Das ist einfach Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, sage ich immer. Und das schiebt hier seitwärts und man sagt ja auch Leiste, Kongestion, nennt man das auch, Charttechnik, Gesetze der Charts oder Gesetz des Markts. Und hier baut sich Druck auf und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir hier im Bälde nach oben
rausknallen. Dann haben wir die Darwin DuPont. Hier, ja, da habe ich den wahrscheinlich verpasst, den Einstieg. Auch hier die 1, die 2 und da sind wir jetzt vielleicht schon in der Welle 3 drin. Und das ist immer das Interessante, hier unten irgendwo reinzukommen, weil da kann man hier beruhigt zuschauen, was der Markt hier macht. Und der Stopp wäre hier oder hier. Man hat hier doch ein gewisses eingeschränktes Verlustrisiko. Bei der Philip Morris war für mich der Gedanke, dass die bis hierhin läuft einmal, weil da auch ein Widerstandsbereich war aus dem alten Verlauf. Die Philip Morris hat das jetzt Ding natürlich nach oben, nicht natürlich, die hat es jetzt nach oben rausgenommen, aber auch da gilt, hier wird noch die 1 gesucht. Und dann irgendwann kommt dieser Rücklauf. Hier haben wir ja unsere Positionen geschlossen, da wären jetzt ein paar Euro mehr drin gewesen, aber ich sag's, scheiß drauf, gell? Lieber weniger verlieren, dann kann man auch mal ein paar Euro Gewinne verschmerzen. Wenn es nach mir ging, wäre ich auch schon hier raus, aber die Bewegung war so schön, zur Oberseite hin, dass wir echt gesagt haben, okay, jetzt ziehe ich schon mal das Ding. Und die wurde lange gezogen. Und hier warte ich jetzt, dass sich aus der 1 die 2 dann irgendwann einmal herausbildet. Das ist eine V-Erholung, kann man da auch schon sagen dazu. Und dann die weitere Bewegung zur Oberseite aus diesem Tief heraus, eine Welle 3. Die Disk Network. Ja, die Disk Network, genau dasselbe. Ihr seht, das ist immer dasselbe. Und wenn ihr das jeden Tag nur das macht, ihr könnt 200 Aktien durchzippen, ihr findet immer was. Auch hier, ganz klar, die 1, die 2. Wir sind hier jetzt in der 3, wo die dann da oben kommt, schauen wir dann, wenn es soweit ist. Und dann die 4 und dann wird es hier weitergehen, eventuell zur 5 und dann kommt wieder die Korrektur, die A, B, C. Aber selbst das könnte dann in eine fünfwellige Abwärtsbewegung übergehen. Die Jungheinrich. Auch hier habe ich jetzt nichts reingezeichnet, aber ihr seht, mittlerweile müsst es ihr sehen, wenn ihr die Videos öfters anschaut. Wir haben hier den linken Schulterbereich, hier den Kopf. Und das war jetzt hier, definitiv wird hier gerade die rechte Schulter gemacht. Man kann die Nackenlinie so oben rumziehen. Und wenn die ausbricht, ihr seht es schon an dieser Höhe, wird es auch eine Monsterbewegung von 8 Euro in etwa. Also da kann ich auch bei 26 Euro so rund 40, 45 Aktien kaufen. Und das ist dann ein schönes Geld, wenn die Jungheinrich hier die rechte Schulter, oder besser gesagt die 2, gefunden hat, gell? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt das war, das ist mal noch kein Umkehrmuster, ziehen wir es mal ein bisschen größer, ja, das ist noch gar nichts hier, das kann jetzt einfach eine Bewegung, Korrektur sein, quasi eine A, B, C und dann muss man hier einfach schauen, also da kommt bestimmt noch mal was nach unten und dann schauen, ob man dann eventuell aus diesem Bereich bei der Jungheinrich Long einsteigen kann. Also sie ist wie die Deutz momentan ein ganz heißer Kandidat, sehr enge Beobachtung. Wenn das noch vor Mai geschieht, nach Mai will ich solche Formationen dann nicht mehr handeln. Nur, das ist dann für mich spekulativer. Also hier wäre noch der Bereich 24, 45 abzuwarten, ob er kommt oder ob wir hier dann schon irgendwo ein fertiges Muster haben und dann hier schon früher unseren oder meinen Long eingehen kann. Dialog Semiconductor, auch hier genau dasselbe, die 1, die 2 und wir sind in der 3 und diese Aktie hat hier, ihr seht jetzt schon, was ich hier eingezeichnet habe, das schauen wir schon sehr weit in die Zukunft. Wir haben hier das ganz kleine Pflänzchen und dann, wenn das hier ausgebrochen ist, bildet sich hier eventuell was und dann kriegen wir was ganz Großes. Das ist dann eine ganz große 1, 2, 3. Hier ist jetzt eine kleine 1, 2, 3,
vielleicht geht es auch nicht ganz so hoch, 3, 4, 5 oder auch höher, ich weiß es ja nicht, das müssen wir dann schauen. Wenn das dann soweit ist, und das wäre dann so auch wieder so eine richtige Monsterbewegung, weil dieser Ding hat 31 Euro pro Aktie Potenzial, wenn man dann sowas erwischt. Das ist ja dann wie ein Lottogewinn. Die Pfizer, so die Pfizer, das ist so ein Kandidat, in der bin ich investiert, definitiv. Und die hat diese verrückte 4 gemacht und arbeitet hier. Und wenn man das jetzt so anschaut, die 1, die 2, gell, die 3, so, das ist jetzt, das ist nicht mehr die 3. Für mich ist immer noch der Weg nach oben, aber das hier tue ich mir so verdammt schwer, das hier einzufangen. Irgendwann fällt der Groschen bei mir. Da macht es Bling-Bling und dann weiß ich, wie ich das nennen kann. Oder, gell, das kann jetzt auch eine A, B, C oder eine 1, 2, 3 sein. Ich sollte aber nicht unter dieses Tief gehen bei 39, 48. Das wäre K.O.-Kriterium im Normalfall, aber nicht für mich bei Pfizer. Es ist ein Quartalsdividendenzahler. Die bleibt im Depot. Es ist ein Pharmaunternehmen, gell, USA. Also die zahlt gute Dividende, ich glaube 4% in etwa. Denn die CANCOM, in die sind wir auch investiert. Und die CANCOM, das Gleiche, gell. Das ist nicht ganz so sauber mit einer 1, 2. Das ist nicht sauber, Augenblick. Da können wir jetzt nicht hin ans Telefon. Das passt hier nicht so ganz, Augenblick. Ja. Da will ich jetzt echt nichts dazu sagen, weil da verplappere ich mich nur. Das kann sonst nur noch schlimmer werden, was ich erzähle. Das ist jetzt egal, das ist wahrscheinlich auch wieder irgend sowas. Und hier handle ich auch den Ausbruch in der CANCOM. Und hier wäre einfach der Zielbereich. Erst einmal die 42 Euro. Und das ist halt auch Potenzial. 8 Euro pro Aktie Maximum. Den TechDAX, auch den handle ich momentan long, bin investiert, rechte Schulter, die 1, die 2, und da könnte man schon schön in einer 3 drinne sein. Gell? Da fällt jetzt aber einfach noch der Impuls, dass es richtig mal so nach oben zündet. Die Fresenius Medical Care, ja, hat die schon ihre rechte Schulter fertig oder die 2? Ich weiß es nicht. Sieht mir alles so ein bisschen verstümmelt aus. Keine schönen Kerzen momentan bei dieser Aktie. Bleibt mal auf der Beobachtungsliste. Microsoft, auch Microsoft, der gute Beobachter, sieht schon. Linke Schulter, Kopf. Hier haben wir definitiv die rechte Schulter gehabt. Man kann so die Nackenlinie ziehen. So, den Zielbereich ausmachen. Das sind 16 Euro pro Aktie, wo man hier Gewinn einfahren könnte, wenn man ab der Nackenlinie handelt. Wenn man natürlich hier unten irgendwo rauskommt, sind es 20 Euro. Aber wir tun ja den Zielbereich ermitteln und der ist bei Microsoft bei 122 Euro aktuell. Und auch hier die 1, die 2 und jetzt könnte man schon in der 3 drin sein. Und auch da gibt es dann einfach wieder diese Unterwellen. Die Aixtron. So, und bei der Aixtron ist so. Nein, jetzt wird es aber drastisch. Rufen wir nachher zurück. Die Aixtron ist es so, da ist sogar ein Zielbereich auf der Unterseite ausgemacht, weil wir hier einfach linke Schulterkopf, rechter Schulterbereich, der Bruch durch die Nackenlinie nach unten. Und da wäre hier eigentlich Schicht im Schacht bei rund 9,98 Euro. So, die müssen nicht mehr kommen. Wir beobachten das hier jetzt weiter, was hier das Köpfchen macht. Und dann könnte man hier schon mal einen spekulativen Trade aus dem Kopf heraus machen in etwa. Da wäre dann der Zielbereich hier bei 9,86 Euro. Carl Zeiss Meditech, auch hier handeln wir diese linke Kopf, rechte Schulter zur Oberseite hin. Die 3 ist hier. Vermute ich ja mal schon zu Ende. Hier kommt die 4, weil wir keine Schneidung haben, gilt es noch als 4. Und
Da ist jetzt für mich die Frage, schaffen wir hier, also ich bin hier jetzt lang in diesem Bereich eingestiegen, schaffen wir hier noch die 5 abzuschließen zur Oberseite hin. Selbst die Wirecard habe ich drin momentan, die jetzt aber sehr, ja, da, ich zeige es euch nur, aber nehmt es jetzt wirklich nicht für bare Münze, die habe ich nur so gezeichnet, linke Schulter, Kopf, also linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Und da hat einfach jetzt der Impuls gefällt. Das ist jetzt auch wieder alles oder nichts in dieser Aktie. KWS Saat SE. So, diese Aktie, 1, 2, die rechte Schulter. Wir haben begonnen hier mit der impulsiven 3. In die Aktie bin ich leider nicht eingestiegen. Wir sind hier schon unterhalb der Nackenlinien. Da gilt es dann, ob wir hier dann zack, mit Dynamik nach oben ausbrechen können. Die BayWa. Auch die BayWa habe ich jetzt einfach so drin, weil das ist auch eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Linke Schulter, rechte Schulter, aber die Nackenlinie wird nach oben gezeichnet. Das ist nicht mein Ding. Das habe ich nur zur Beobachtung mit reingenommen. Die Bechtle hat ja abgeschlossen. Auch hier die 1, die 2, dann waren wir hier in dem pulsiven 3. Da war irgendwo hier der Zielbereich. Das kann auch sein, ne, passt so, 1, 2, 3, eventuell war das, ne, die 4 war das noch nicht. Und dann, vielleicht war es das auch schon, und jetzt kommt dann eine große A, B, C, D zur Unterseite hin. Wisst ihr, ich kann das auch nicht immer erkennen, genau was da jetzt wo und wie ist. Das ist mir momentan nicht wichtig. Wenn es mir dann einmal wichtig ist und ich die Konzentration zusammenbringe, mich hier wieder für was, für meinen Horizont, zur Horizonterweiterung zu schauen, was ist jetzt das da innen drinnen alles für eine Bewegung gewesen, dann mache ich das, aber ich brauche es nicht. Es ist Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Die BASF, auch die hier, linke Schulter, Kopf, das hier ist für mich die rechte Schulter, aber es ist eine kleine rechte Schulter. Und die BASF kommt so nicht richtig in die Fahrt. Der Home Depot, auch hier, link, Kopf, recht und dann impulsive 3 und jetzt kommt hier schon dieses Korrekturmuster zur Unterseite hin. Gott, das ist auch so eine Geschichte, da haben wir schon geschnitten, die 1, also kann das von dem her nicht mehr unbedingt so unter impulsive 3 gewertet werden. Die Bayer, die überfliegen wir ganz schnell, Gott. Nichts Besonderes. Auch die Yamana Gold. Wir sind hier eigentlich 1, 2. Da ging dann die Luft aus hier im Bereich von 2,50 Euro. Und das ist alles schon wieder so korrektiv. So, ja, 1, 2, 3. Ja, nichts. Da ist jetzt Zielbereich, bleibt da oben. Das ist die verflixte 4. Einfach dieses, was immer wieder eingestreut wird. So, und jetzt die letzte Aktie, die deutsche Lufthansa. Da hat sie aber eine rote Zora hingezaubert, lecker mio. Was war denn da heute los? Ich bin noch gar nicht informiert. Da kamen doch heute Geschäftszahlen, was, ja, und die waren positiv. Und warum so eine Kerze? Das weiß ich nicht, das muss ich jetzt so gerade mal schnell schauen. Lufthansa. Wo bist denn du? Lufthansa, Euro-Indikation. Nehmen wir halt. Ich hab's gleich, interessiert mich da. Lufthansa. Belässt bei Gegenwind durch Treibstoffkosten. Wird wieder stärker. Okay, das Öl steigt, klar. Swiss mit Spitzenjahr. Lufthansa, das heißt, vor PIX 2000. Bilanz kommt mit Eurowings-Umbau voran. Sollte bis Lufthansa bleiben. Lufthansa ohne Deal, weniger Maschinen bei Airbus bestellt. Ja, interessant ist das, was da heute Morgen, heute ist der 14. Ja, ist jetzt zwar normal nicht wichtig, 8 Uhr. Luftfahrt, Flugchaos und Spritkosten sorgen für Gewinnrückgang.
Also das ist schon mal das mit der Lufthansa, wo der Ölpreis gefallen ist, massiv, ist die Aktie, da habe ich auf Long spekuliert, ist die Aktie nicht gestiegen. Aber jetzt steigt ja mal ein bisschen der Ölpreis um ein Viertel, wie das aber gefallen ist. Und schon steht die Aktie unter Druck, trübt Gewinnaussichten, teures Kerosin trübt Gewinnaussichten. Lufthansa meldet zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte. Okay, muss ich hier mal durchlesen, was da passiert ist bei der Lufthansa. Aber auch hier linke Schulter, Kopf, rechte Schulter, die 1, die 2. Da sind wir immer noch so in den impulsiven 3. So, das war jetzt dieses Video mit diesen Aktien. Augenmerk war hier nach wie vor, um euch das zu zeigen, um nahezubringen, warum hier aus der rechten Schulter sehr impulsiv gehandelt werden könnte, weil wir hier Elliott-Wellen, der ist eine 1, eine 2 haben, sehr oft. Und dann, ihr seht es ja auch, gibt es diese Unterwellen. Gott, das ist eine A, B, also eine 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und immer wenn ihr sowas seht oder hier eine A, B, C, so ein Abwärtsmuster, dann könnt ihr hier in etwa eure neuen Zahlen anlegen. Aber das müsst ihr ein bisschen selber machen. Lest euch ein bisschen ein. Wichtig für euch ist nur, das zu erkennen. In diesem Sinne, ciao, ciao und haltet die Ohren steif.